Hallo und willkommen zu diesem Video. Der von mir vor kurzem vorgestellte DVB-T-Stick aus China, den ich als STR nutze, ist leider nicht sehr genau. Um aber trotzdem die Frequenz genau einstellen zu können, müssen wir wissen, wie stark die Abweichung des Sticks ist, da diese bei jedem unterschiedlich ist. Dafür laden wir uns das kostenlose Programm Calibrate-RTL für Windows herunter und entpacken das ZIP-Paket. Danach öffnen wir CMD und navigieren zum Ordner, in dem wir das Programm entpackt haben. Um die Abweichung zu berechnen, benutzt das Programm nichts Geringeres als die Handymasten in der Umgebung. Diese senden nämlich auf bestimmten Kanälen, die einer genauen Frequenz entsprechen. Da es verschiedene GSM-Bänder gibt, sollte man nachschauen, welches in seinem Land verfügbar ist. In Deutschland sollte aber GSM 900 auf jeden Fall funktionieren. Der erste Befehl, den wir eintippen müssen, ist cal.exe-s GSM 900, mit dem wir die Gegend nach GSM-Signalen absuchen. Wenn dieser Befehl fertig ausgeführt ist, sehen wir alle verfügbaren Signale in der Umgebung. Nun müssen wir schauen, welcher Channel am stärksten ist. In meinem Fall ist das der Channel 65. Um nur mit diesem Mobilfunkmast die Abweichung zu errechnen, müssen wir nur den Befehl cal.exe-c und dann den Channel, der in der Gegend am stärksten ist, in meinem Fall 65, eingeben. Wenn auch dieser Befehl ausgeführt wurde, steht unten die Durchschnittsfehlerrate in ppm, die bei mir 41 ppm beträgt. Jetzt, wo wir diese Abweichung kennen, können wir STR-Sharp öffnen, in die Einstellungen gehen und den Wert ohne Kommastellen eingeben. Nun korrigiert STR-Sharp immer automatisch die Ungenauigkeit des DVB-T-Sticks. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.